Herzlich willkommen zum finalen Let's Play von Wasteland 2, der Episode von ANE Absolutely No Effort Let's Plays. Heute mit dem Ende von dem gestrigen Let's Play und kleinen Review von Wasteland 2 und eine weitergehende Erklärung und Hommage an dieses schöne, ja, wunderschöne Computerspiel, was in den letzten Jahren ziemlich viele Stunden meiner Zeit gefressen hat. Eins der wenigen, die ich anmerken möchte. Wirklich eins der wenigen. Ich bin sonst auch sehr viel vom Computer. Und da dachte ich mal, um schnell etwas auf YouTube hochzuladen, versuche ich mich mal an diesen furchtbaren Let's Plays. Für alle, die meine Stimme ätzend finden, für alle, die mich so sehr mögen, dass sie sich das 15 Minuten angucken. Ich versuche jetzt mal einen kürzeren Let's Play zu machen, mit weniger Pausen, mehr Gelaber und natürlich auch der Spielmusik, die beim gestrigen leider nicht vorhanden war, weil ich zu doof war, Kabel einzustöpseln. Beziehungsweise einen Adapter nicht gefunden habe, aber die erste Aussage passt besser. Gut, wie ihr seht, es lädt ein wenig langsam bei mir. Das liegt allerdings auch daran, dass meine Festplatte randvoll ist. Na gut, nicht randvoll, aber auf jeden Fall ist es keine SSD, sondern ganz normale Festplatte. Ich habe hier ein MacBook, habe ich eine, aber beim Mac Pro, ja, ich streame von einem Mac. Ist das nicht eine Heresie? Gut, probieren wir es einfach mal. Wir sind jetzt hier angekommen an der Ranger-Zitadelle, die zerstört wurde, und hatten zuvor unser Gespräch mit Corporal Vargas. Als erstes, was wir jetzt mal machen, ist uns heilen, weil es ist sehr nett vom Spiel, dass wir hier direkt einen Heiler hingepackt haben. Es gibt, glaube ich, auch einen Händler, aber den brauchen wir nicht wirklich. Ich habe alle Waffen, die ich brauche. Und da werden wir auch schon geheilt. Herrlich. Nachladen nicht vergessen. Natürlich auch von allen Waffen nachladen. So, jetzt müssen wir noch einen Makel beseitigen, weil meine Felicitas trägt ein wenig zu viel Kram mit sich herum. Wir müssen auch gucken, was ist das hier? Was können wir zum Beispiel. Die können wir zum Beispiel schon ihr geben. Brauchst du überhaupt nicht. Und auf die Skills. Sie ist ein sehr guter Field Medic, aber kein Surgeon. Und hat allerdings auch keinen Surgeon Pack dabei. Da sparen wir auch nochmal 2 Pfund für die Waffenteile vom letzten Kampf. Hier, das wiegt 2 Pfund. Das ist ein Perk für Skills, die ich nicht wirklich brauche. Zwei Stück. Ist sie jetzt schon befreit? Nein, ist noch nicht befreit. Weiter geht das Spielchen. Die sind sehr gut, aber es ist grausam. Ich weiß gar nicht, was ich der wegnehmen soll. Die ist schon so gut wie leer. So, 71 Pfund, das müsste doch jetzt mal endlich. Oh. Das ist mir jetzt irgendwo zu doof. Ich wollte weniger M sagen, genau, ja. Tut mir leid. Auch ein paar Bücher weg. So, das könnte man ja auch nochmal mit einem Mod versehen, weil das. Wozu habe ich die Skills? Das wird nämlich gleich relativ nützlich, weil. Im Verlauf werdet ihr sehen, warum Reichweite in dem Kampf unter Umständen einen guten Vorteil schaffen kann. So, hier gebe ich erstmal die ganzen Mini-Packs. Eigentlich könnte ich hier alle geben, weil die kleinen brauchst du gar nicht mehr. Dann das muss unbedingt zu ihr. Und ansonsten
wären wir eigentlich kampfbereit. Hier weiß ich noch nicht, ist alles durchgeladen? Nein. Alles durchgeladen und alles voll. Gut, jetzt könnte ich mir natürlich hier noch ein paar Alliierte holen. Aber die kommen auch so zu uns. Und jetzt der größte Fehler, den man wahrscheinlich machen kann, einfach reinzustürmen. Aber ich habe vorhin schon mal versucht, mich zu verteilen und wollte gucken, ob der vorwärts kommt. Und der bleibt eigentlich ziemlich da stehen, deswegen möchte ich jetzt bei dem schnelleren Versuch einfach mal etwas offensiver vorgehen. Und positioniere meine gesamte Truppe an der rechten Flanke. Was auch schon sehr schön aussieht. Dann fangen wir mal an mit dem 50 mm. Einfach normaler Schuss, kein gezielter. Das ist ein neues Feature, was sie im Director's Cut reingebracht haben mit den Anvisieren. Finde ich auch sehr gut, weil es ja an ein anderes Spiel erinnert, was ich schon mal erwähnt habe. Weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Aber in diesem Fall ist es einfach zu einfach. Man kann auch so daneben schießen. Wie ihr seht. Sehr schön ist auch, dass die NPCs in die Schusslinie rennen. Ich meine nicht, dass wir hier mit Miniguns oder. Ich habe keine Raketenwerfer dabei, aber wenn ich welche dabei hätte, würde ich sie jetzt hier nicht einsetzen. Aber meine Shotgun. Und der steht wirklich äußerst ungünstig dafür. Er kommt jetzt nicht davor, aber. Mein Gott, wir haben alle Angst vor diesen großen Gegnern. Das war doch mal ein schöner Treffer. Und was macht er jetzt? Oh, Flammenwerfer. Tja, das bringt aber nicht sehr viel in seinem Fall. Er ist so gut wie tot. Dann halten wir doch mal drauf. Absolut nichts. Die Waffe bringt überhaupt nichts gegen diesen übermächtigen Stahlkoloss. Oh, und auch die Minigun hat mit ihren 7 Schuss relativ wenig angerichtet. Ah, das kann sich sehen lassen. Gut. Wir sind alle unversehrt. Oh, Maus nicht abhauen. Und unser Erdhahn, unser größter starker Held der Truppe, der darf noch einmal aufsteigen, bevor es weitergeht. In dem Fall nicht. Aber wir können General Vargas ja direkt ansprechen, weil er ist ja hier. Und unsere Belohnung einfordern, beziehungsweise unsere Beförderung. Das habe ich auch gerade gemacht. Ja, Nahkampf wird er nicht viel brauchen hier. Kann ich auch nicht. Perk Point hat er. Ach. Das sind alles Perks für Nahkampf. Ach, warum nicht? So. Und da wir beim letzten angekommen sind, gebe ich ihr doch mal noch einen Punkt mehr. Skills kann ich bei ihr nichts mehr verbessern. Bei ihr auch nichts. Bei ihr nichts Nennenswertes. Obwohl Field Medic, auch 6. Na gut. Obligatorisches Nachladen. Die hatte ich schon. Ja, ich hatte ja nicht die Waffe gewechselt, das müsste alles voll sein. Allerdings wechsle ich jetzt schon mal die Pistole. Und rein in mein Verderben. Diesmal die linke Flanke. Thank you.
So, das sind die Sims. Eigentlich ja aus Fallout 4. Was heißt eigentlich? Eigentlich hatten die mit Fallout wenig zu tun und das ist jetzt der Vorstoß des Meisters. Und wir sollten uns beeilen, nicht, dass das hier zu lange dauert. Schauen wir uns mal, welche Gegner uns erwarten. Ja, und die Sims, die sehen wirklich, sehen doch sehr stark aus wie die Warhammer-Figuren. Ein wenig. Obwohl die Beine erinnern mich doch ein wenig an Fallout 4. Wenn wir jetzt vorgehen, schießen die gleich. Dann nehmen wir uns doch mal den Anführer vor. Und gut, die Hälfte runter, das beginnt doch schon mal gut. Ja, mal sehen, wie schnell wir die hier zurück zum Schrottplatz befördern. Oh, das ist natürlich jetzt das Schlimmste, was ich hätte machen können, alle schön in Reihe und Glied zu stellen. Da ist jetzt die Frage, ob der Leadership-Bonus den Vorteil überwiegt vom Schaden oder ob die starken Waffen der Gegner mich vorher platt machen. Oh, das sieht doch wirklich schon mal nicht schlecht aus. Abgesehen von meiner Performance sieht es eigentlich ganz gut aus. Oh, 120. Das ist eine Zahl, die man nicht sehen möchte. Da gar keinen Umständen. Die Zahl möchte ich schon eher sehen. Und herrlich, gleich auch in Hocke. Nächster. Sehen, was unser Corporal Vargas macht. Er geht zum Glück in Deckung. Ich könnte ihn heilen. Ja, und ich glaube, das mache ich auch gleich. Sie lasse ich mal vorstürmen. Auch wenn es jetzt eher schlecht aussieht, aber sie hat eine ziemlich, ziemlich gute Rüstung. Ja gut, von 7. Aber sie hat einen 10er. Und das ist Reinforced Armor und sie hat auch den passenden Perk dazu. Deswegen kann man sich das schon mal erlauben. Deswegen werde ich auch ihn aufs Korn nehmen. Mit einer etwas leichteren Waffe, allerdings erlaubt mir diese Waffe zweimal zu schießen, was ein ungemeiner Vorteil ist. Jetzt ist er nämlich schon auf ein Drittel des Lebens runter und ich muss mir nur noch um die rechte Flanke Gedanken machen. Und wie ich im letzten Playthrough schon mal erwähnt hatte, diese Kanonen, das muss am Schwierigkeitsgrad liegen, aber sie sind einfach nur nutzlos. Abgesehen von Schaden, dass sie irgendwie 3 Runden brauchen, um anzuvisieren. Also bisher hatte ich keine Situation, sonst ist glaube ich auch keine Situation im Spiel, wo die wirklich einen das Leben bedroht. Und schön weggemoscht. Ja, da bleibt uns nichts anderes übrig, außer weiterzumachen. Ui. Schrecke ich mich jedes Mal, auf das Call kommen, unnötig ist. Da greifen wir mal lieber auf Hecklern Koch zurück. Ja, auch mit formidablem Erfolg. Da kann man mitleben. Kann man sogar mal aufstehen für. Oh, ich wollte Corporal Vargas heilen. Ja. Erinnert mich bitte dran.
Ach so, ich wollte ja Heilung machen. Aber der steht gerade so schön da und Vargas ist nicht angepeilt. Er scheint eher hier Richtung Melissa und meiner Wenigkeit zu schießen. Deswegen wäre der nächst logische Schritt eine Ladung Blei. Eine tödliche Ladung Blei. Das freut mich doch. Sie schicken wir jetzt mal nach vorne. Sehen, was die Desert Eagle anrichtet. Jetzt keine enormen Schäden, aber ist okay. Ist okay. So eine kleine Rache dafür, dass sie anvisiert ist von dieser übergroßen, überhaupt nicht an Warhammer erinnernden Kanone. Ja. Hat schon ein bisschen was von so einem Razorback, ne? Mit komischen Rädern, aber die Dinger bleiben immer stationär. Also ich habe noch nicht welche Bewegungen gesehen. Oh, sehr schön. Jetzt habe ich gleich nach der Heilung noch genau Anzahl fürs Gewehr und das hat ihn fast niedergehauen. Das ist doch schön. Und damit hat sich das erübrigt. Schnell heilen. Damit wir auch gleich noch fit ins Finale kommen. Aber ich habe vollkommen vergessen, was jetzt passiert. Also wirklich, ich habe das zwar schon zweimal durchgespielt oder dreimal oder viermal. Nein, viermal nicht. Vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Ja, gut, eine Waffe, die man nicht braucht. Nimm trotzdem mal alles mit. Ja, jetzt ist sie überladen, aber. Und sie auch. Gut, müssen wir mitleben. Jetzt müsste man eigentlich mit Fires besiegen können. Oh. Ranger? Ja, auf in den Kampf. Ab jetzt kommt wahrscheinlich der Punkt, wo wir die Länge des Videos schon sprengen. Deswegen werde ich jetzt hier einfach mal speichern. Eine 4 nennen und mich für diese Folge verabschieden. Und wenn es euch gefallen hat, werde ich gleich noch eine Folge hinterher schieben. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu lang. In diesem Sinne.